Ja, schönen guten Morgen zusammen. Heute bin ich in Leutasch. Bin jetzt gerade dort im Ortsteil Lehna gestartet und möchte heute zunächst durch das Pulttal zum Söllernpass hinauf zum Leutascher Platt. Und dann schaue ich mir mal das Gebiet um die Dreitorspitzen an und werde natürlich versuchen, da hinaufzukommen. Ich freue mich, dass ihr dabei seid und laufe jetzt erstmal hier Richtung Pulttal. Zu diesem Zeitpunkt war die Stimmung ja noch ganz gut. Da wusste ich auch noch nicht, was mich auf dieser Tour alles erwarten wird. Also bleibt dran, denn es bleibt spannend. So, der Weg hier durchs Pulttal läuft weitestgehend durch den Wald. Ist ein bisschen steil an einigen Stellen. Dafür macht man gut Höhenmeter. So, ich bin hier immer noch im Pulttal bzw. im Zustieg zur Söllerrinne. Langsam lichtet sich der Wald nach etwa einer Stunde und die ersten 400 Höhenmeter sind gemacht. So, da vorne steht schon der Zaun, dann kommt man schon auf den Almboden. So, ja, ich bin jetzt hier auf der Pultalm. Da irgendwo, genau hier kommt der Weg hoch. Und jetzt tut sich wirklich eine beeindruckende Landschaft auf. Hier sieht man jetzt die 500 Meter hohe, fast senkrechte Nordwand der Gehrenspitze. Geradeaus wird es jetzt weiter zum Scharnitzjoch gehen. Und hier sieht man jetzt erstmals die Leutascher Dreitorspitze. Und hier irgendwo zweigt gleich der Weg zum Söllernpass ab. Führt dann, ich glaube, durch diese Rinne hoch. Ich habe jetzt auf dieser Bank gerade mal ein kurzes Päuschen gemacht. Bei diesem tollen Panorama. Das lohnt sich auch, denn die nächsten 2 Kilometer haben sage und schreibe 720 Höhenmeter. Ja, da hinten komme ich her, die Ahrenspitzgruppe im Hintergrund. Und dann kommt man irgendwann in diesen Wegweiser. Bis hier war der Weg T2. Ab hier soll der T4 sein. Und ich wollte jetzt eigentlich nicht mal andere YouTuber zitieren, aber liebe Grüße gehen raus an die Alpenschikaria. Easy für Geübte. Jetzt geht es irgendwie hier den Weg weiter. Markierungen sieht man noch ein ganzes Stück von hier aus. Hier in den Latschen wird man jetzt gerade ziemlich durchgeheizt, weil das kennt man ja. So, von der ganz unten komme ich jetzt her, vom Pultboden. Das sieht gar nicht so ganz weit aus, soll aber nicht darüber hinwegtäuschen, dass das 300 Höhenmeter sind. Und das Gelände wird jetzt zunehmend steiler. Ein paar Mal quert man diese Rinne, die man vorne ganz gut sehen kann. Weiter unten auch, aber das ist unproblematisch. Aber hier sieht man schon, die Kamera kann es nicht ganz so wiedergeben, aber das ist schon brutal steil. Und hier sieht man jetzt auch, dass das Gelände doch um einiges anspruchsvoller wird. Auch jetzt gerade schon und eben halt nicht zu vergessen,
die doch ordentliche Steilheit. Nehmt euch auf jeden Fall Stöcke mit. Das erleichtert enorm den Aufstieg. Und bedenkt, das alles hier ist südseitig. Das heißt, dass es auch ziemlich warm ist. Bin ich schon ein ganzes Stück höher, 200 Meter unterm Pass angeblich. Und ihr seht, das ist wirklich bocksteil. Aber trotz aller Mühen, steil ist geil. Und dieses Felspanorama hier entschädigt ja wirklich für vieles. Fels, wohin man schaut. Wahnsinn. Ja, die Stöcke habe ich jetzt mal weggepackt. Ich habe vorhin festgestellt, dass man doch jetzt relativ häufig auch mal die Hände braucht. Und da ist es dann etwas hinderlich, die Stöcke in der Hand zu haben. Ein kleiner Insider für die Familie. Onkel Erich hat selbst hier sein Drahtlager aufgeschlagen. Da vorne, wo ihr die Stange seht, da ist der Söllernpass. Endlich gleich geschafft. Und von da ganz unten komme ich her. Bis auf dem Boden waren es 450 Höhenmeter. Das letzte Stück hier 2 Kilometer. Knapp 720 laut GPX. Ja, ordentlich steil. T4 würde ich definitiv geben. So, da unten komme ich her. Um jetzt möglichst wenig Höhenverlust in Kauf nehmen zu müssen, habe ich mir jetzt den Weg hier irgendwie querfeldein rüber gesucht. Hier ist das Leutascher Platt. Das war alles mal ein Gletscher. Das ist der traurige Überrest, der geblieben ist. Ja, und hier haben wir jetzt die drei Torspitzen. Links die Leutascher. Die werde ich jetzt versuchen, als erstes anzupeilen. Und dann gucke ich mal, ob man rüber zur Patenkirchner kommt. Ich muss jetzt da irgendwie diese Rinne anpeilen, die dann da hochführt. Vom Söllernpass bin ich jetzt weitestgehend südseitig am Grat entlang gegangen. Dann kommt irgendwann diese Stelle. Und dann ist geradeaus die Dreitorspitze. Und da bin ich gekommen, hier über die Kuppe rüber, den kleinen Grat, dann irgendwie mit möglichst wenig Höhenverlust hier über diese Spur in diese Richtung. Und jetzt kommt der Gipfel auch deutlich näher. Jetzt geht es weiter da in diese Richtung zur Rinne. Das ist eine ziemliche Geröllwüste, wenn ihr das machen wollt, braucht einen guten Orientierungssinn. Schutt, wohin man blickt. Da drüben die Meilerhütte. Da hinten komme ich her, Söllernpass. Dann entlang und dann hier hoch diesen Schutthaufen. Das war jetzt richtig, richtig brutal. 2 Schritte vor, 1 zurück. Und jetzt stehe ich hier vor der Rinne. Und da geht es jetzt hoch. Ich habe mir jetzt den Helm aufgezogen, weil das sehr steil ist und
ich immer wieder von Steinschlaggefahr gelesen habe. Deswegen werde ich jetzt versuchen, hier noch einmal auszuweichen, eine Pause zu machen und dann relativ zügig durch diese Rinne hochgehen. Hey Leute, das ist brutal hier. Du trittst einen Stein frei und dann geht das so runter. Nicht verhindern lässt. So gut, dass es so spät war. Hinter mir ist keiner mehr. Und da ist jetzt endlich das Gipfelkreuz. Und da geht es jetzt erstmal rauf. So, hier folgt jetzt noch mal ein bisschen Kletterei. Wenn ihr diesen Blickwinkel habt, ist es ratsam, hier hoch zu gehen und dann auf den Gipfel. So. Und dann hat man es gleich geschafft. Jetzt geht es die letzten Meter rauf zum Kreuz auf die Leutascher Dreitorspitze. Das ist überall so brüchig hier. Jawohl, oben. Ja, Leutascher Dreitorspitze, 2682 Meter hoch. Dann haben wir hier die westliche Dreitorspitze, Partenkirchener Dreitorspitze, da unten die Meilerhütte. Schaut gerade aus, das ist der Musterstein, hier der Öflekopf, da unten ist der Söllernpass. Da bin ich komplett aufgestiegen und da komme ich. Jetzt haben wir hier die Ahrenspitzgruppe, große Ahrenspitze, mittlere Ahrenspitze, Ahrenplattenspitze. Im Hintergrund das Karwendel, man sieht auch Gletscher. Ja, wunderschön. 2000 Meter tiefer ist Inntal. Und das da hinten müsste die Wildspitze sein am Horizont. Es geht hier brutal runter, wie man sieht. Da ist das Schüsselkar-Biwak. Geradeaus die Hohe Munde, Ostgipfel, Westgipfel. Karkopf, dahinter die Spitze der Schiergand. Die Hochwand, hochplattig. Da hinten die Ehrwalder Sonnenspitze. Hier im Vordergrund der Teufelsgrat, begrenzt durch den Hochwanner. Und da hinten die Zugspitze. Ja, mit dem ganzen Jubiläumsgrat bis zur Alpspitze. Ja, hier einfach genial, diese Tiefblicke, wie das hier runter geht. Ja. Vorne sieht man den Zugang zur Gehrenspitze. Ja, das ist schon echt hier eine Hausnummer. Vor allen Dingen, weil eben halt nichts fest ist. Es war extrem mühsam, besonders die Rinne. Alles enorm Steinschlag gefährdet, unwahrscheinlich brüchig. Zwei, dreimal muss man hier wirklich seine Tritte prüfen. So. In Anbetracht der Tatsache, wie der Weg jetzt hier hoch war, habe ich mich jetzt gerade dazu entschieden, nicht über den Aufstiegsweg abzusteigen, sondern ich werde jetzt zuerst auf die mittlere Dreitorspitze gehen, dann auf die Partenkirchener. Von dort gibt es dann einen Klettersteig, den Hermann van Baart Klettersteig, der in runter Richtung Meilerhütte führt. Und dann geht es dann das Bergleintal da unten runter. Ja, ziemlich weiter Weg, deswegen mache ich mich jetzt auch auf demselbigen. Und werde dann später unter Umständen nochmal berichten.
Also wenn ihr hier runter geht, achtet unbedingt darauf, dass ihr hier runter geht. Das sieht zwar ziemlich unangenehm aus, aber ich bin jetzt gerade von hier gekommen. Ziemlich glatt, wenige Tritte. Jetzt geht es durch diese Bröselei weiter runter. Ja, ganz ehrlich, das wäre jetzt der weiter Weg. Ich weiß gerade nicht, wie man da runterkommen soll. Ist doch ein bisschen hin und her gerissen, ob ich das wirklich probieren soll. Ich vermute nämlich intuitiv gerade eher nein. Das heißt aber dann leider Gottes, dass ich durch diese Rinne runter muss. Hier sieht man nochmal zurück. Ja, bin gerade überlegen. Leute, ich bin der Rinne, es ist der absolute Horror. Ihr habt gerade gemerkt, eigentlich passiert das die ganze Zeit. Du machst einmal so, tritt irgendwas los und das Zeug fliegt bis unten durch und direkt die nächsten Sachen hinterher. Ich weiß noch nicht so genau, wie ich hier runterkomme. Das ist mental gerade echt an der Grenze. Ja, da oben komme ich her. Das ist echt. Boah, ey Leute, überlegt halt gut, ob ihr das macht. Und das ist von mir auf der Wand gefallen. Ich versuche gerade wirklich hier mit aller Gewalt einen kühlen Kopf zu behalten und da muss man sich jetzt echt mal eingestehen. Ich bin so froh, wenn ich gleich unten auf dem Platt bin und ich glaube, dann bin ich auch platt. Und da oben komme ich. Das hat jetzt eine Stunde gedauert. Ich bin total im Eimer, habe jetzt hier die Spur gefunden und werde mich jetzt da hinten Richtung Bergleintal orientieren. Hier ist nichts fest. Und immer wenn du denkst, du hast einen festen Felsen gefunden, dann rutscht dir die ganze Suppe wieder runter. Naja, ich werde jetzt hier mal weitergehen und bestimmt heute in die Dunkelheit kommen. Das hat jetzt unwahrscheinlich viel Zeit und Mühe gekostet. Und ich brauche gleich ganz dringend mal eine Pause. Ja, ich bin jetzt kurz unterhalb der Maida-Hütte. Die lasse ich jetzt aus. Und hier sieht man halt dieses unglaubliche Deutscher Platt. Diese endlosen Kies- und Geröllfelder. Also wer das mag, diese Schola-Party, der soll das gerne machen. Ich war auf dem Gipfel. Ich weiß nicht, ob ich da jemals noch mal hochgehe. Das ist einfach saugefährlich, insbesondere diese Rinne. Ich bin jetzt wieder auf einem halbwegs normalen Weg durchs Bergleintal. War wirklich vom Adrenalin her wirklich so an der äußersten Grenze. Links ist jetzt die Leutherscher Dreitorspitze. Ich glaube, es war ganz gut, nicht über den ganzen Grat zu klettern. Jetzt ist es so, hier sieht man die ganzen Abfahrts- und Kiesspuren, die man runterkommt. Jetzt brauche ich erstmal dringend eine Pause. Ich muss gerade irgendwie erst noch mal runterkommen. Da oben die furchteinflößende, lebensgefährliche Rinne. Echt Leute, wenn da einer vor euch ist und da oben lässt es sich nicht vermeiden, irgendwas freizutreten, dann habt ihr entweder einen super Schutzengel oder ihr seid platt. Ich werde mich jetzt hier auch im Tal mit dem Filmen relativ kurz halten, weil es recht spät ist und die Dunkelheit bald beginnt. Deswegen, ich sag mal bis später. Ja, ich bin jetzt hier auf dem durchaus mühevollen, ewig schottrigen Weg durchs Bergleintal hinab. Irgendwie ist dann seinerzeit das Fazit vollkommen in Vergessenheit geraten, also hole ich das jetzt 9 Monate nach der Tour nach, während wir hier die Bilder aus dem Bergleintal sehen. Ja, 9 Monate ist es her, dass ich da auf der Leutherscher Dreitorspitze war. Ich habe lange überlegt, ob ich das Videomaterial überhaupt zu einem Video zusammenschneide und veröffentlichen soll. Aber ich habe mir dann gedacht, ja, manchmal hat man halt schon mal eine Bergtour, die nicht unbedingt so läuft, wie man sie sich vorgestellt hat.
Es ist so, dass die Tour von der Leutherscher Dreitorspitze sich einfach so in den Kopf eingebrannt hat, dass ich auch heute noch fast jeden Tag irgendwann mal dran denken muss, insbesondere an die Situation in der Rinne. Und ja, bis zum Söllernpass ist der Weg T4. Danach ging es dann weitestgehend weglos Richtung Rinne. Was in der Rinne los ist, habt ihr gesehen. Da purzeln mitunter einfach mal große Steinbrocken aus der Wand raus und fliegen durch den Trichter bis unten. Also wenn ihr das wirklich machen wollt, dann vergewissert euch, dass vor euch keiner ist, denn das ist einfach saugefährlich. Und ob ein Helm da wirklich dann noch nutzt, wage ich doch zu bezweifeln. Ja, also passt auf, wenn ihr unterwegs seid. Ich hoffe, euch hat das Video trotz mancher Dramatik gut gefallen. Und wenn ja, dann gebt mir einen Daumen hoch. Wenn ihr Fragen habt, schreibt es in die Kommentare. Und noch mehr freue ich mich über ein Abo. Und wenn ihr nichts mehr verpassen wollt, dann drückt die Glocke. Macht's gut, bis bald, bis zum nächsten Mal. Ciao!